Ich dachte, ich könnte fahren. Oh mein Gott! Was? What? Du hast noch alles unter Kontrolle, oder? Willkommen bei Q&R, dem wohl schnellsten Interview der Welt. Heute zu Gast bei mir eine Sportlerkollegin, Tennislegende, Weltrekordhalterin und Markenbotschafterin bei Volkswagen Air. Ich freue mich sehr auf Sabine Lisicki und ihr jetzt gleich den Golf Air 20 Years hier am Bielster Berg einmal vorzustellen. Hi! Hi! Ich habe gehört, du suchst ein Taxi. Ja, bist du bereit für mich? Ja, steig ein. Auf geht's! Auf geht's! Ja, also wir sitzen hier im Golf Air 20 Years. Das ist ja ein Sondermodell von Volkswagen zum 20-jährigen Jubiläum. Und das Coole eigentlich an dem Auto ist, du hast drei Fahrzeuge in einem. Nürburgring sogar, special. Ganz genau. Ja, alles klar. Hast du sofort gecheckt? Ja, natürlich. Super geil. Also du hast einmal die Möglichkeit, hier total komfortabel zu fahren. Dann hast du die Möglichkeit, wie du es gerade schon gesehen hast, du kannst dem Auto sagen, okay. Das brauchen wir heute. Ja, das brauchen wir heute. Wir sind auf der Rennstrecke unterwegs. Und dann hast du die Möglichkeit noch, eine totale Spaßmaschine draus zu machen. Okay. Drift. Da könntest du jetzt zum Beispiel hier. Cool. Wir starten. Noch im Nürburgring, okay. Also, wenn du früher viel unterwegs warst zu den Tennisturnieren, dann saßt du ja viel im Auto. Nicht in so schönen Autos, aber... Okay, vielen Dank, nicht in so schönen Autos. Hattest du ein Ritual im Auto, was du gemacht hast? Ich habe mich immer wohl gefühlt im Auto und habe die Zeit genutzt, mich ein bisschen zu erholen, wenn es überhaupt ging. Witzig, cool, weil ich habe früher auch als kleines Kind, wenn ich nicht eingeschlafen bin, haben meine Eltern mich ins Auto gelassen und sind im Block gefahren, ja, bis ich geschlafen habe. Meine Eltern auch. Witzig. Du hast dich ja früh für Tennisspielen entschieden. Wir haben aber gehört oder wissen, dass du natürlich auch ein Talent fürs Klavierspielen hast. Ach, hatte ich mal. Was glaubst du, wie dein Leben verlaufen wäre, wenn du dich nicht fürs Tennisspielen entschieden hättest? Die Chance bestand nicht mal, um ehrlich zu sein. Echt? Ich bin so ein Sportjunkie, dass ich mir nie vorstellen konnte, schon damals, als ich 7 war, einfach 5-6 Stunden am Klavier zu sitzen. Echt? Ja. Stark, also volles Sportlerherz durchgeschlagen. Ja, total. Du bist ja Weltrekordhalterin, ja, mit dem Aufschlag. Ja. Ne? 211, richtig? Ja, sehr gut informiert. Ja, ich habe ein bisschen recherchiert. Fährst du denn gerne schnell Auto? Ja. Alles klar, dann lag ich richtig. Wie sieht's denn mit Knöllchen aus? Keins. Also auch nicht mal falsch parken irgendwie? Ah doch, das Falschparken, okay, habe ich schon mal in der Stadt bekommen. Ja, da bin ich gefühlt Rekordhalter irgendwie. Okay. Das sind jetzt mehrere Entweder-Oder-Fragen. Okay. Einzel oder Doppel? Einzel. Australian, French Open oder Wimbledon? Wimbledon. Schokolade oder Eis? Schokolade. Automatik oder Schalten? Automatik. Rasen, Sand oder Halle? Rasen. Du hast nach deiner Knie-OP ja ein mega Comeback gemacht. Wie hat sich die Knie-OP jetzt bei dir bemerkt oder beeinflusst dich das im Training oder im Spiel? Ich glaube, das Allerwichtigste war, bei einem guten Operateur zu sein. Das große Glück hatte ich. Von daher geht es mir sehr gut und ich bin einfach froh, meiner Leidenschaft nachzugehen und wieder Tennis spielen zu können, zu dürfen und hoffentlich damit einfach auch, ja, andere Menschen zu inspirieren, dass man nicht aufgeben soll und seine Träume verfolgen soll, weil das tief im Herzen drin ist und wenn man hart arbeitet, dann finde ich, ist alles möglich. Was motiviert dich persönlich, wenn du mal wirklich in den Seilen hängst? Also was ist deine persönliche R-Taste? Meine persönliche R-Taste sind meine Familie und Freunde. Weil wenn es mir nicht gut geht, dann sind sie mein Rückhalt und geben mir die Kraft, die ich brauche, um volle Power voraus auf dem Platz wieder geben zu können. Mega. Darf ich gleich fahren? Ja. Okay, wir fangen an zu driften, Leute. Gibt es einen Tipp, den du rückblickend gerne der jungen Sabine geben würdest? Ja, und zwar noch mehr an die Fähigkeiten zu glauben und vielleicht auch mal um Hilfe zu fragen. Leute, die schon mal da waren, um ihre Erfahrungen zu fragen. Cool. Also meine Eltern haben alles gegeben. Dadurch haben wir aber auch Fehler gemacht, weil sie wussten es halt ja, auch genau, nicht besser. Und das Woher? Ist auch völlig okay. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, andere Leute zu fragen, worauf man achten soll, was man noch besser machen kann, etc. Oh ja, okay. Jetzt geht's los, jetzt muss ich mich festhalten. Hattest du schon mal Muffensausen, als du einem anderen Tennisstar begegnet bist? Ja, natürlich. Vor allem am Anfang in meiner Karriere war es etwas ganz Besonderes, als man dann auf die Tour kam und endlich Roger Federer oder Justin Henner begegnet ist.
Du hast noch alles unter Kontrolle, oder? Ja, ich hoffe doch. Man hat natürlich Respekt vor dem, was sie erreicht haben, was sie gemacht haben und vor allem, wie leicht das ausgesehen hat. Ja, es ist einfach etwas ganz Besonderes. Achtung, jetzt zwei Räder. Upp. Ich brauche ein Haargummi, meine Haare fliegen. Die nächste Frage, Sabine, ist eine Ratefrage. Dafür musst du gleich bitte einmal kurz die Augen zumachen, tatsächlich. Ihr wollt, dass wir schlecht werden? Nein, 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 um Gottes Willen. Augen zu und rate bitte, wie schnell wir fahren. Jetzt. 180. Wow, sehr nah dran, 160. Stark, wirklich stark. Danke. Und wie viele Jahre machst du das schon? In Summe Profi Motorsport seit 15, also 15 Jahre jetzt. Welche Tipps hast du, um besser Auto fahren zu können und ein besseres Gefühl zu bekommen? Also die Situation niemals zu unterschätzen, eher defensiv unterwegs sein und viel mehr an andere denken. Mhm. Driften wir jetzt? Ja, jetzt driften wir. Mega! Aber, weil du dich natürlich so mega geschlagen hast gerade auf der Strecke, haben wir noch eine weitere Aufgabe für dich vorbereitet. Und zwar, kannst du bitte mal das Handschuhfach aufmachen? Okay, ich versuch's. Und während ich jetzt hier drifte, wäre es schön, wenn du uns ein Lied spielen würdest. Also was auch immer dir lieb ist. Oh, schauen wir mal. Oh. Das ist aber schwer. Moment, ich muss das hier einklemmen. Oh, oh. Oh. Das geht nicht. Das geht nicht. Es geht so halbwegs. Tut mir leid. Das aber? Tut mir leid. Besser geht's nicht. Challenge done. Alles bestanden. Respekt. Yay. So. Sehr cool. Ich hoffe, du hattest Spaß. Sehr viel. Vielen Dank. Sehr gerne. Und bis zum nächsten Mal hoffentlich. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Es hat mega viel Spaß gemacht. Es war richtig cool. Beeindruckend, was er auf die Rennstrecke bringt. Und einfach super. Mega. Volkswagen.